Was geht und herzlich willkommen bei uns bei den Snooze-Lovers. Genau so sieht's aus. Heute die erste Episode von Wir machen unsere eigene Pouch. Thema richtig. Design. Nico, du hast gesagt, heute starten wir mit dem fast wichtigsten bei unserem Vorhaben. Genau das gleiche wollte ich gerade aussagen. Eigentlich ist das Design vom Produkt selbst oder vom Genuss her total egal, aber wenn das Design nicht passt, landet die Dose gar nicht in der Hosentasche, meiner Meinung nach. Und wir wollen euch heute einfach, vielleicht schon das fertige Design am Ende des Videos spoilern. Ja, wir hauen es euch raus, aber erst am Ende des Videos, ganz wichtig. Genau, einfach auf den Weg mitnehmen. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich, sowas gibt es in YouTube Deutschland einfach wahrscheinlich einmalig, dass zwei so Spinner wie wir zwei die Chance haben, eine eigene Pouch auf den Markt zu bringen, und wir wollen euch da wirklich ins kleinste Detail mitzunehmen. Genau, das ist der Plan, also wirklich in jedem Punkt. Ihr habt das erste Video von der Serie bestimmt schon gesehen. Vom Design bis zum Namen, bis zum Flavor, bis zum Schluss gehen wir mit euch in Produktion rein und zeige euch das. Und heute das Thema Design. Für uns ist ein sau wichtiges Thema. Absolut, ich muss nur kurz eine kleine Anregung hier mal ins Bild reinbringen. Design. Ich sag mal, Lars, wir haben einfach die perfekte Ausgangsgrundlage. Ich glaube, so viele Dosen mit verschiedenen Designs aus verschiedenen Ländern wie mir haben wenig andere in der Hand gehabt. Vielleicht irgendwelche Shopbesitzer oder... Ja, würde ich auch sagen. Natürlich auch Snooze-Liebhaber, die einfach immer wieder zu was Neuem greifen. Aber wie du sagst, die Expertise, die haben wir einfach. Das muss man einfach sagen. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein paar Punkte besprechen mit dir oder mit euch, was uns denn vielleicht den Weg zu dem Design, wo wir jetzt gewählt haben, bewegt hat. Die Beweggründe. Ja. Wenn du von gewählt sprichst, Lars, wir haben ja drei Vorschläge gemacht für die Community zum Abstimmen, so wie wir das mit allem gemacht haben. Diese drei wunderbare Vorschläge, wo einfach verschiedener nicht sein könnte. Ja, ja. Zwei, die nah beieinander liegen, eins ein bisschen wieder ganz kontrovers. Richtig, richtig. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte mir natürlich ein Favorite gehabt, aber, das sagen wir die ganze Zeit schon, auf der ganzen Reise, du bist das Wichtige, und deswegen durftet ihr auch abstimmen. Man muss auch dazu sagen, wir hatten ja ganz viele Design-Ideen im Kopf, wir wussten, wie es ungefähr aussehen könnte, wie es aussehen soll. Natürlich sind wir nicht die Profi-Grafiker. Nee. Und wir haben auch nicht das Geld für so ein Profi-Grafikbüro oder ein Mediendesigner. Du musst ja vorher nochmal, eine Agentur greift es ja auf, die guckt ja, was ist das für ein Produkt, was ist vielleicht denn auch die Zielgruppe und was ist denn auch aktuell in der Zielgruppe. Also dieses Vorplanen nimmt so viel Kohle und so viel Zeit schon in Anspruch, wo wir dann auch so haben, das haben wir nicht, das wollen wir gar nicht. Und ich denke, wir machen das so, wie wir das eigentlich gut finden, was wir hier auch schon bei Produkten sehen, was gut läuft, was wir gut finden. Deshalb in jedem Review gehen wir auf das Design ein. Und von daher haben wir gesagt, wir schießen jetzt einfach mal drei Designs raus. Und ich will noch gar nicht so viel dazu sagen. Ja, wir müssen jetzt hier an der Stelle auch mal einfach ein großes Lob aussprechen. Ja. An der Ralf, ein guter Freund von uns, der sich hier einfach mit hergesessen hat. Etliche Abende sind wir bei ihm im Büro gesessen. Und haben mit ihm zusammen, er hat früher eine kleine Werbeagentur gehabt, nebenberuflich, und er hat das Ganze mit uns wirklich Abend für Abend durchgekauft, muss er sagen. Er hat auch ein bisschen leiden müssen, der Ganze, weil wir schon unsere Ansprüche hatten, was das angeht. Richtig. Deshalb mal ein riesen Danke mal hier, schönes Video. Dank dir. Für die ganze Arbeit. Richtig. Was war dir wichtig, Lars, am Design? Was hat die Dose haben müssen? Ja, also das Erste und das Wichtigste fand ich persönlich, dass es einfach ein Wiedererkennungsmerkmal ist, dass man weiß, okay, das kommt von uns zwei, von den Snooze-Lovers, weil ich finde, wir haben ja schon unsere Community und das muss einfach zu erkennen sein. Deine Idee war es dann, die zwei Köpfe von uns drauf zu machen, wo ich am Anfang meilenweit entfernt war, wo ich echt gesagt habe, ey, das kann ich eigentlich nicht bringen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Dose kaufen würde mit den zwei Köpfen drauf. Deshalb sind wir bei zwei halbe Köpfe gelandet. Ich muss sagen, wo der Ralle das dann so ein bisschen zusammengebaut hat und ich das gesehen habe, hat es mich umgehauen. Muss ich echt sagen. Und ich finde, da muss man mit Kompromisse leben. Ja. Nicht nur wir zwei jetzt, sondern auch mit euch. Wenn ihr sagt, das findet ihr geil, dann macht man das, dann setzt man das um. Absolut. Und diese Köpfe finde ich wichtig und die müsst ihr da drauf einfach zum Wiedererkennen. Das hat so keine andere Dose. Natürlich Comics. Fritz Cola vielleicht. Fritz Cola, Fritz Cola hat's. Nee, also man sieht ja hier auch, das sind ja wirklich viele
haben viele irgendwelche Logos und so, aber Authentizität, gibt es das Wort? Authentizität. Authentizität, also authentisch wollen wir natürlich sein. Und was gibt es denn mehr, wie mit unseren zwei Köpfe drauf? Absolut. Und für uns war es auch wichtig, die Dose soll nicht billig aussehen, da soll keine Sticker drauf sein, keine Zeichentricks. Genau. Es soll minimalistisch wirken, war für dich ganz ein wichtiges Thema. Ja. Sollte gut auf dem Tisch aussehen und auch in dem Kioskregal, dass man zu lang nachher. Und ich denke, wir haben jetzt unter den drei Vorschlägen, was wir gemacht haben, ihr habt so geile Kommentare in dem Voting abgelassen. Also da muss ich nochmal echt danken. Also da sieht man einfach, dass unsere Community echt eine Macht ist und da jeder Bock gerade drauf hat auf das Produkt. Absolut. Und so viele Kommentare, ihr seht es ja selber, wie viel unter dem Ding steht, das macht uns natürlich, ja, das macht Bock, das dann auch zu lesen. Wir haben uns auch die Mühe natürlich gemacht, jedes einzelne zu lesen, selbstverständlich. Absolut. Und ein Herzle zu geben. Was du gerade vorhin noch gesagt hast, auf dem Tisch muss das gut aussehen. Mir war das wichtig, dass es auf jede Situation, du bist jetzt irgendwie mit deinen Kumpels beim Eishockey, holst die Dose raus, da muss es gut aussehen, muss aber auch vielleicht bei der Schwiegermutter am Tisch gut aussehen. Das fand ich sehr wichtig. Absolut. Das war für uns auch ein Thema, wo einfach im Vordergrund stand. Und auch, was gehört denn überhaupt zum Design von so einer Dose? Einmal das Frontcover, jawohl, was natürlich komplett aussagekräftig ist, und der Seitendruck. Ja. Der Seitendruck, das kommt bei uns jetzt noch im Nachhinein, der wird natürlich im Frontcover angepasst. Deshalb haben wir gesagt, das muss mal als erstes stehen, das ist das Aushängeschild von der Pouch. Und ihr habt uns da natürlich jetzt auf den richtigen Weg gelotst. Ja. Der Name, das wird in der nächsten Folge kommen, weil den halten wir noch ein bisschen geheim. Wir haben gelernt. Ja, genau. Deshalb, das Design wird euch jetzt am Ende der Folge präsentiert. Ich hoffe, sind alle zufrieden, aber ich glaube schon. Ja. Weil man muss sagen, wir haben euch drei Vorschläge vom Design haben wir euch gegeben. Das erste, das zweite und das dritte. Ja. Und zwischen 1 und 3 waren die Votings fast gleich auf. Also richtig. Das waren wirklich ein oder zwei Stimmen in der Hunderte, wo es auseinander lag. Und wir wollten letztendlich eigentlich ein Design, wo dann sagen, ja, wir nehmen das erste, weil das einfach ein bisschen cleaner ist. Nein, wir haben es zusammengebaut. Der Kommentar kam nämlich auch auf. Wir haben es einmal gelesen. Ah, könnt ihr nicht 1 und 3 kombinieren? Habe ich dir zum Last gesagt, eigentlich keine schlechte Idee, aber vielleicht ein bisschen ein Spinner. Ja. Dann kam es zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal, das fünfte Mal. Unabhängig, bestimmt 10 Kommentare, ob wir 1 und 3 kombinieren können. Ja. Und das ist dann ein Zeichen. Ganz viele gestimmt für 1 und 3, dann das mit dem Kombinieren. Was machen wir? Kombinieren's. Der Ralf sich natürlich gleich am nächsten Tag Zeit genommen, haben gesagt, Ralf, wir müssen es nochmal hinhocken. Ich weiß, du hast keine Lust mehr, das waren so viele Stunden, aber Ralf hatte Lust, wir haben uns gleich abends hingesetzt, haben das Ding zusammengeballert. Ja, und so ist entstanden. Also, ich weiß nicht, sollen wir es präsentieren, sollen wir den Vorhang aufziehen lassen? Zieh den Vorhang auf, haus raus. Vergebt euch kurz Zeit zum Angucken. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich denke, da haben wir jetzt auch wirklich ein geiles Design rausbekommen. Das sieht fresh aus. Jawohl. Es sieht progressiv aus. Ja. Es sind unsere zwei dappige Köpfe drauf. Es war, das hast du gerade vorhin schon mal angesprochen, wie sieht es aus, wenn das Ding wirklich in der Theke liegt irgendwo oder beim Onlineshop? Es muss natürlich dich sofort ansprechen. Natürlich kannst du mit Farbe, aber dann geht man wieder weg vom Minimalistischen. Es gibt Dosen, ja, zum Beispiel, wo wirklich auf die Kacke haue, aber das sind wir eigentlich nicht. Ja? Genau. Wir wollen das ein bisschen steril haben und wir haben aber trotzdem noch das Freche mit den vielen Dreieckler. Mhm. Ich bin total stolz, ich stehe da voll hinter. Das ist auch immer wichtig, dass man da fürs Produkt lebt und geil. Also ich freue mich, wenn es die Dose irgendwann wirklich irgendwo gibt, wo man das dann sieht. Und ihr wart ein Teil davon, ihr habt abgestimmt, ihr habt das Design. Nochmal die neue Idee reinbracht, richtig. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und egal, wie weit der Weg geht, wenn es irgendwann das Special-Geschmäcker oder was weiß ich gibt, wir gehen immer diesen Weg, dass man das Design mit euch zusammen bespricht. Oder die Geschmäcker. Genau. Oder die Geschmäcker, genau. Da kommen wir dann noch im nächsten Video oder eine weitere Folge unserer Serie drauf. Aber das war uns auf jeden Fall wichtig. Genau. Ganz wichtig bei dem Design, was ihr jetzt gesehen habt, da könnt ihr noch ein paar Schatten, ein paar Glanzstellen, also Kleinigkeiten werdet ihr da natürlich noch verändern, aber da habt ihr es jetzt mal wirklich im Prototype-Rotzustand gesehen, so wird das Ding aussehen, natürlich da noch mit dem richtigen Namen drauf. Richtig. Und ich denke, das Ding, es wird einschlagen. Ich hoffe, dass es einschlägt, aber ich bin mir eigentlich sicher. Also der Inhalt ist schon gigantisch und wenn jetzt noch die Verpackung so gut aussieht, also
Es ist, das ist, nachher kaufe ich das Ding selber leer. Das ist wie beim Dating, ja, Nico. Man entscheidet sich ja schon am Anfang ums Aussehen. Kann ich damit leben, ja oder nein? Und was halt drinsteckt, das kommt ja dann erst später. Aber der entscheidende Punkt ist erstmal das Design. Das war ein tolles Beispiel, Lasse. Ja. Und so seht ihr wirklich, wir machen das Ganze offen mit euch, wir gehen mit dem ganzen Thema offen um, wir wollen, dass ihr seht, wie das Ganze hier, wie der Entscheidungsprozess funktioniert, wie wir die ganze Thematik abgehen und wie es weitergeht. Und wie gesagt, ihr seid bei jeder Entscheidung dabei, besser kann es eigentlich nicht sein, ihr habt nachher ein eigenes Produkt mit uns zusammen. So sieht's aus, also es macht uns unheimlich stolz, ihr merkt, wir schwärmen absolut. Ich weiß gar nicht, was man noch sagen muss, kann. Sorry. Hört euch vielleicht in der nächsten Folge, wenn es um den Namen geht, vielleicht schon eine Prototypen-Design-Dose in Real Life präsentieren. Aber ja, das sei jetzt mal in die Zukunft gestellt. Also ihr merkt beim Namen, da sind wir sehr vorsichtig geworden, dass man das nicht zu früh irgendwie release, das Ganze. Das braucht jetzt auch noch seine Zeit, aber da könnt ihr euch freuen, das wird auf jeden Fall das nächste Video sein. Wird sehr schön. Ja. Das war's auch schon mit unserer kleinen Designfolge zur eigenen Pouch. Jetzt seid ihr wieder ein Stück weiter und ich denke, bis das alles durch ist, da entstehen noch ein paar Videos und genau. Es wird interessant. Wenn du uns noch nicht folgst, dann einfach bei Instagram auch uns ein Abo dalassen. Adoptieren. Jetzt sage ich immer beim YouTube. Achso. Sorry. Das kommt mal durcheinander. Das ist ja nichts. Da tun wir uns oder euch auf jeden Fall auch immer am Laufenden halten. Genau, da könnt ihr auch mit abstimmen dann, wenn es um, was weiß ich, was geht's? Nächste wird der Geschmack sein oder nochmal der Name oder genau. Weiß Gott was? Ihr seid mit dabei. Ihr seid im Boot. Genau. Jetzt könnt ihr dem Video noch einen Daumen da lassen auf jeden Fall. Das würde uns freuen und natürlich die Glocke adoptieren, dass du auch beim nächsten Mal gleich Bescheid weißt, was hier geht auf dem Channel. Genau. Wir sind raus, Nusikowski. Macht's gut. Ciao und danke. Ciao.